700.000 fehlende Wohnungen, Räumungsklagen und verängstigte Mieter und Mieterinnen. Ladies and Gentlemen, willkommen auf dem deutschen Mietmarkt. Und über den sprechen wir heute. Aber bevor wir loslegen, hi, schön, dass ihr dabei seid bei der neuen Folge von Die Spur. Ich bin Victoria und gemeinsam mit meinem Kollegen Jan werdet ihr mich hier öfter sehen. Wir blicken gemeinsam auf die Themen der ZDF-Doku-Reihe Die Spur und fragen uns, was hat das eigentlich alles mit mir zu tun? Das bedeutet, hier geht's vor allem um euch. Also vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Los geht's. Deutschland ist das Mieterinnenland Nummer 1 in der EU. 2021 haben knapp mehr als die Hälfte der Deutschen zur Miete gewohnt. In Frankreich waren es im Vergleich dazu nur etwa ein Drittel und in Polen sogar nur etwa 13%. Falls ihr schon mal eine Wohnung gesucht habt oder vielleicht gerade sucht, dann wisst ihr, der Mietmarkt in Deutschland ist die Hölle. In vielen Städten und Regionen ist es quasi unmöglich, noch irgendwie eine bezahlbare Wohnung zu finden. Laut einer Studie werden bis Ende 2023 bundesweit mehr als 700.000 Wohnungen fehlen. Und das sei der größte Wohnungsmangel seit 20 Jahren. What the fuck? Dieser Zustand ist natürlich ein Nährboden für BetrügerInnen. Die wissen nämlich um eure Verzweiflung und haben deswegen ziemlich lukrative Methoden entwickelt, um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Auch Amy ist bei der Wohnungssuche auf so eine Betrugsmasche reingefallen. Was da genau passiert ist, unsere Reporter Frederik und Alex haben sich in unserer neuen Doku auf die Spur begeben. Die Anzeige wirkte total normal. Die Wohnung war jetzt nicht billig. Der Preis war einfach realistisch. Bei der Besichtigung trifft Amy eine Frau, die sich als Mieterin der Wohnung ausgibt. Sie ziehe aus und Amy könne sogar einige Möbel übernehmen. Amy bekommt eine Zusage und darf zur Vertragsunterzeichnung wiederkommen. Der Vermieter kam rein und hatte einen sehr teuren Anzug an. Er hatte eine Rolex an, war sehr gut gekleidet und total höflich und nett. Der Mann stellt sich Amy als Michael Funny vor. Er ist der Mann, der sie um ihr gesamtes Erspartes bringen und uns in dieser Recherche noch mehrmals begegnen wird. Michael Funny legt Amy einen italienischen Personalausweis vor, spricht aber perfektes Deutsch. Und auch der Mietvertrag ist total glaubwürdig. Amy unterschreibt den Mietvertrag und überweist die Kaution. Mit der angeblichen Vormieterin ist sie noch zum Ausmessen der Wohnung verabredet, bevor sie die Schlüssel bekommt. Sie ist einfach aus allen Wolken gefallen. Sie dachte ja jetzt, sie zieht in ihre neue Wohnung in Berlin, die ja super schön auch war. So. Und dann ja, bekommst du da erzählt, dass alles ein Riesenscam war und dass dein Geld weg ist. So. Und dass du vor allem auch kein Dach über dem Kopf hast. So. Kannst du mal sagen, wie dieser ganze Betrug für dich losging? Es kam dazu, weil ich eben wusste, die Wohnung steht einen Monat leer und die Wohnungen in Berlin sind zu teuer, um sie leer stehen zu lassen. Dann habe ich sie bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Mara bekommt eine Anfrage von einem jungen Mann. Er möchte ihre Wohnung untermieten. Der Mann, der sich Michael nennt, zieht für knapp 3 Wochen bei Mara zur Untermiete ein. Mara selbst trifft ihn nicht, eine Freundin übergibt den Schlüssel. Bis sie zurückkommt, ist alles normal. An dem Morgen hat er mir eben auch noch ganz normal geschrieben, alles cool, danke nochmal für die Zeit. Ja, und da schrieb er schon, er hat richtig gut Geld gemacht in der Zeit. Das ist jetzt, tat im Nachhinein ganz schön weh, weil damit war natürlich was anderes gemeint. Erst als Mara zurückkommt, merkt sie, dass etwas nicht stimmt. Hier sieht man noch so die letzten Spuren, die Tür habe ich halt nicht ausgetauscht bisher. So das letzte. Das wurde aufgebrochen? Ja, genau, das ist dieser Raum, den sie aufgebrochen haben. Ah, okay, das heißt, den Raum hattest du abgeschlossen? Den hatte ich abgeschlossen, genau. Hier waren also meine Unterlagen, meine Kamera, meine Box und so weiter. Also alles Private, Persönliche war hier drin. Und all das war weg und durchwühlt. Es ist halt einfach mein Leben, was die sich hier irgendwie auseinandergenommen haben. So. Erst als Mara ihre Hausverwaltung über den Schaden informiert, erfährt sie, dass Michael Fani in ihrer Wohnung Besichtigungen durchgeführt hat. Seine Komplizin hat sich als Mara ausgegeben und mehreren Opfern Mietverträge in ihrem Namen angeboten. Krass, oder? Was die BetrügerInnen da mit Amy und Mara abgezogen haben. Die eine denkt, sie vermietet ihre Wohnung für ein paar Wochen unter und die andere glaubt, sie hat endlich ein neues Zuhause gefunden. Und ehe man sich versieht, ist der Schaden auf beiden Seiten krass groß. Und beide sehen ihr Geld nie wieder. Lass uns jetzt aber mal einen Schritt zurückgehen. Vielleicht suchst du aktuell gar keine neue Wohnung und fühlst dich eigentlich in deinen 4 Wänden total wohl. Ja, sei dir da mal nicht zu sicher. Es gibt immer wieder VermieterInnen, die diesen grenzlegalen Bereich für sich und ihre Vorteile ausnutzen. Mit welchen Tricks am Rande der Legalität arbeiten so manche VermieterInnen? Und was kannst du als MieterIn dagegen tun?
Wichtiger Disclaimer, wir wollen hier natürlich auf keinen Fall BetrügerInnen und VermieterInnen in denselben Topf werfen. Scams wie Fake-Inserate sind klar illegal und müssen strafrechtlich verfolgt werden. Das bedeutet aber nicht, dass VermieterInnen einfach alles machen können, was sie wollen. Darüber sprechen wir später auch noch mit einer Expertin. Seit einigen Jahren gilt in Deutschland die Mietpreisbremse. Das bedeutet, dass bei einer Neuvermietung die Miete nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Wie hoch die bei dir ist, kannst du ganz einfach über den Mietspiegel rausfinden. Die Mietpreisbremse gilt in allen Gebieten mit einem sogenannten angespannten Wohnungsmarkt. Also in Städten wie Berlin, Hamburg oder Hannover. Aber auch in Städten wie Ludwigsburg oder Offenbach. Also in ziemlich vielen Städten. Seit es diese Mietpreisbremse gibt, gibt es natürlich aber auch einige findige VermieterInnen, die diese mit ein paar kleinen Tricks umgehen wollen. Die Wohnung wird zum Beispiel möbliert vermietet. Dafür reicht schon ein Sofa, eine Kommode und ein Tisch. Zack, gilt die Wohnung als möbliert. Die Miete darf dann zwar trotzdem nicht höher angesetzt werden, aber die VermieterInnen können einen Zuschlag für die Nutzung der Möbel draufpacken. Und da greifen die dann oft ordentlich zu. Auch wenn der Preis überhaupt nicht angemessen ist für das, was du kriegst und selbst wenn du die Möbel gar nicht nutzen möchtest. Eine ähnliche Methode ist die Zusatzvermietung des Kellers. Gleiches Prinzip eigentlich. Auf die Grundmiete wird noch ein Zuschlag für den Keller draufgepackt oder sogar ein extra Mietvertrag für den Keller abgeschlossen. Und eine weitere Möglichkeit, die Mietpreisbremse zu umgehen, ist es, die Wohnung immer nur befristet zu vermieten. Dann greift nämlich die Mietpreisbremse nicht. Aber auch wenn es darum geht, MieterInnen schnell wieder aus der Wohnung zu kriegen, wird öfter mal geschummelt. Vor allem in Großstädten ist MietrechtlerInnen ein ganz besonderes Phänomen aufgefallen. Immer mehr VermieterInnen geben ihre Wohnung nur noch zur Untermiete frei. Da ist dann im Mietvertrag noch eine vermeintliche HauptmieterIn zwischengeschaltet. Aber weder wohnt diese Person da, noch gibt es sie. Sie fungiert wirklich nur als Strohmann. Der Vorteil, der Untermietvertrag ist an den Vertrag der HauptmieterIn gekoppelt. Kündigt er oder sie, verlieren auch die UntermieterInnen die Wohnung. Und im schlimmsten Fall droht dann sogar die Räumungsklage, wenn man die Wohnung nicht sofort verlässt. What? Und der Endgegner ist die Eigenbedarfskündigung. Braucht der oder die VermieterIn die Wohnung selbst oder für Verwandte, hat man als MieterIn eigentlich keine Chance, selbst wenn man schon jahrelang da wohnt. Der BGH sagt in der Rechtsprechung zwar, dass die Gründe für den Eigenbedarf vernünftig und nachvollziehbar sein müssen. Trotzdem ist es für VermieterInnen doch sehr einfach, irgendwelche Gründe für diese Eigenbedarfskündigung anzugeben. Aber es geht noch krasser. Das, was jetzt kommt, ist wirklich passiert. Und zwar an der Straßenecke Pestalozzi-Wieland mitten in Berlin-Charlottenburg. Da mussten tatsächlich alle BewohnerInnen des Hauses plötzlich raus. Was da genau passiert ist, hat mir die Journalistin Charlotte Thielmann erzählt. Für den Podcast Teurer Wohnen haben sie und ihr Team den Fall recherchiert. Hallo Charlotte, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Kannst du uns nochmal genau zusammenfassen, was da passiert ist? An dieser Ecke, da standen zwei alte Häuser aus den 50ern. Mit sehr günstigen Mieten, also 6, 7, 8 Euro den Quadratmeter. Wir haben mit einem Mieter gesprochen, dessen Wohnung wurde auch gerade erst saniert. Sah also alles gut aus für diese Mieter. Aber dann kam ein Investor, hat diese Häuser gekauft und entmietet, wie das ja schrecklicherweise heißt. Das heißt, die Mieter mussten raus, die Häuser wurden abgerissen und der Investor hat dann dort einen Luxusneubau hingesetzt. Also um da mal einen Einblick zu bekommen, 22.600 Euro ist der Quadratmeterpreis für die teuerste Wohnung in diesem Neubau. Also nichts für die Leute, die da vorher gewohnt haben. Wie haben denn die MieterInnen darauf reagiert? Sie haben sich beraten und dann haben sie richtig Druck gemacht bei der Politik. Am Ende sind dann aber doch alle, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, freiwillig gegangen, weil sie auch einfach ziemlich große Angst hatten, dass sie sonst eben rausgeklagt werden. Okay, krass. Das stelle ich mir ziemlich belastend vor. Ja, das war für viele schon ein sehr, sehr dramatischer Einschnitt. Teilweise wohnen in dieser Ecke auch Leute, die wohnen da schon seit 30, 40, 50 Jahren. Und wenn die aus ihrer Wohnung raus müssen, dann finden die da auf jeden Fall nichts mehr Neues. Das heißt, sie müssen nicht nur ihre Wohnung verlassen, sondern sie müssen auch ihren Kiez verlassen, in dem sie zu Hause sind, haben die Geschäfte nicht mehr um sich herum, ihre Nachbarn, ihre Freunde, mit denen sie vernetzt sind. Also da gehen wirklich durch solche Projekte auch ganze Kiezstrukturen verloren und das ist sehr, sehr angstbesetzt bei vielen Menschen. Was haben denn die MieterInnen für den Auszug bekommen? Gab es da jetzt irgendwie eine Art Entschädigung oder Hilfe bei der Wohnungssuche? Du hast genau die zwei Dinge angesprochen, die auch, mit denen auch der Investor sich rühmt, dass er sie angeboten hat in einer sogenannten sozialverträglichen Lösung für die Mieterinnen und Mieter. Also erstmal vielleicht zum Geld. Darüber dürfen die Mieter nicht sprechen. Die haben nämlich, als sie diesen Deal gemacht haben, am Ende unterschrieben, eine sogenannte Verschwiegenheitsklausel, dürfen also nicht sagen, wie viel Geld sie bekommen haben. Grundsätzlich kann man sagen, das klingt oft erstmal sehr viel, aber wenn man sich dann überlegt, man braucht eine neue Wohnung in Berlin, man hat einen alten Mietvertrag, zahlt sehr wenig Miete, dann kann das auch in wenigen Jahren relativ schnell weg sein. Und ja, die Hilfe bei der Wohnungssuche, das war fast schon ein bisschen skurril. Also ein Mieter hat uns erzählt, er hatte dann irgendwann in seinem Postfach eine Mail mit den ersten drei Ergebnissen bei ImmoScout in der Ecke.
die Wohnungen, die da eben drin standen, auf die er sich selbst schon lange Zeit beworben hatte und natürlich Absagen bekommen hatte. Also ja, das war die Hilfe bei der Wohnungssuche. Das war also, wenn man ehrlich ist, einfach keine Hilfe. Gibt es denn kein Gesetz, das diesen Abriss hätte verhindern können? Tatsächlich hat dieser Fall sehr viel Wirbel gemacht und hat sozusagen von der Lokalpolitik bis zum Bund Leute dazu gebracht, sich gegen diesen Abriss und Neubau zu positionieren. Niemand konnte dieses Projekt am Ende verhindern. Es gibt in Berlin ein Gesetz, das heißt komplizierter Name Zweckentfremdungsverbotgesetz. Und das sagt eigentlich im Prinzip, man darf nicht abreißen. Man darf nicht einfach so Wohnraum abreißen. Und dann gibt es aber dann doch irgendwie so Loopholes, die Investoren nutzen können. In dem Fall zum Beispiel, wenn man mehr Wohnraum baut, als vorher da war, dann ist das ja eigentlich gut für die Stadt. Die hat dann mehr Wohnraum. Das heißt, dann darf man doch. Dieser Wohnraum muss dann angemessen sein. Kann man sich fragen, 22.600 Euro, ist das angemessen? Ja, denn wenn man Eigentum baut, muss man sich für diese Sonderklausel im Gesetz nicht interessieren. Das heißt, wer Eigentum baut, kann leicht vereinfacht im Prinzip machen, was er will. Also es entsteht mehr Wohnraum, aber natürlich nicht für die Leute, die da vorher gewohnt haben. Das klingt ehrlich gesagt alles ganz schön hart. Ich frage mich jetzt, ist man der Willkür von EigentümerInnen und VermieterInnen einfach komplett ausgesetzt? Das habe ich mir mal von der Rechtsanwältin Petra Buß erklären lassen. Sie ist seit 24 Jahren im Mieterschutz e.V. und berät dort MieterInnen zu ihren Rechten. Sanierung, Kündigung wegen Eigenbedarf, Mieterhöhung. Was können denn MieterInnen tun, um sich dagegen zu wehren? Also ich würde sagen, grundsätzlich prüfen lassen und dann abhängig vom Prüfergebnis kann der Mieter dann ja entscheiden, ob man sich an den Vermieter wenden soll oder nicht. Natürlich, manchmal ist das auch ein sehr eine private Beziehung, gibt es ja häufig auch mit dem Vermieter. Also man ist sehr persönlich miteinander verbunden, da möchte man dieses nette Verhältnis natürlich nicht stören, aber der Mieter kann sich dann ja, oder der Mieter kann dann ja frei wählen, ob er aus dieser Beratung sich an den Vermieter heraus erstmal persönlich wendet und vielleicht das anmerkt und vielleicht findet er im persönlichen Gespräch eine Lösung mit dem Vermieter. Aber wir ermutigen häufig schon viele, tätig zu werden, gerade wenn es große Vermieter sind oder Unternehmen sind, da kann man das durchaus machen. Das sind ja berechtigte Einwände, die man geltend macht. Von den Rechten sollte man schon dann Gebrauch machen. Petra Buß sagt also, als Mieterin hast du Rechte, auf die du grundsätzlich bestehen kannst. Aber sie rät auch abzuwägen. Im Zweifel ist ein gutes Mietverhältnis wichtiger, als von jedem seiner Rechte Gebrauch zu machen. Weil einfach umziehen geht ja auf dem aktuellen Wohnungsmarkt nicht. Das ist echt ganz schön ärgerlich. Es ist auf jeden Fall gut, dass es Verbände wie den Mieterschutz oder aber Personen wie Petra Buß gibt, die einen in solchen Situationen beraten können. Man muss ja erstmal wissen, was eigentlich erlaubt ist und was nicht. Und das ist dann der erste Schritt, um sich gut wehren zu können. Aber ehrlich gesagt, so ein paar Probleme mit der Vermieterin oder dem Vermieter sind immer noch besser, als wieder auf Wohnungssuche zu gehen und dann so richtig auf Scams reinzufallen. Was unsere Reporter Alex und Frederik auf dem Wohnungsmarkt sonst noch erlebt haben und warum sie die Spur sogar bis nach Benin führt, das seht ihr in der neuen Folge von ZDF Die Spur Immofakes – Abzocke bei der Wohnungssuche. Hier in der Endcard verlinkt.